Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stormy, weil schon wieder ich bei Borderlands 3. So, das waren die Entschuldigungsliegestütze. Wir können los. Jawohl. Theoretisch. Ach nö, jetzt geht das wieder los. Was? Nein, stopp. Nicht drücken, bitte. Bitte nicht drücken. Warum? Weil ich dich dann erschieße. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt! Kommst du da vorbei? Ja, mach ich. Cooler Planet. Das sah echt heftig aus. Bist du noch da, Killer? Ja. Dave. War das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ach du Mimi. Ich will nochmal! Okay, doch nicht! Ellie scheint dich ins Stadtgebiet gebracht zu haben. Finde raus, woher der Notruf kam. Ja, jetzt oder? Hui! Oh, ich liebe diese Waffen! Da war doch vorhin noch so ein. Wir haben mal jetzt in der Pause ein bisschen Inventarpflege betrieben und auch mal ein bisschen die Waffen mal durchgetauscht. Ja. Ne? Also nicht, dass ihr euch erschreckt. Und ich hatte einen Raketenwerfer. Banditen? Wie konnten sie vor uns hier sein? So. Bumm! Pass mal auf. Bam! Cool. Bumm! Kabums? Jawohl, ich habe nämlich jetzt eine Säurewaffe und eine Drohne, die mit mir fliegt. Ich habe endlich wieder eine Waffe, die auf Crit-Schaden geht. Oh, schön. Zack! Ich liebe meine Waffen. Das lief doch ganz gut. Hi, Superfan! Hi! Gerade einen schweren Fehler gemacht. Granate und so? Ach ja, wir haben ja Granaten. Guck mal hier. Oh, jetzt müsste ich nur noch treffen. Also mit meiner Granate verlieren die Geld. Oh, nice. Ich treffe einfach gar nicht. Möchte es noch jemand versuchen? Junge, Junge, stirb! Mach den Sterbi! Ach, weißt du was? Oh, so. Die ging mal klassisch drüber. Huch! Na, was los? Es ist ein Psycho! Psycho? Das ist lieb, dass du schon einen Spitznamen für mich hast. Hier gibt's was zu mitnehmen. Das ist aber richtig nett. Kaputt ist er, der Bub? So, schön. Den habe ich weggeschocktet. Ja. Geschocktet? Sagt man das? Geschocktet? Nee, geschockt. Achso. Das ist einfach nur geschockt. Also, kaputt. Ja. Oh, bumm! Sie nehmen mich Rambo! Oh! Deckung! Ich halte sie auf! Scheiße! Scheiße, was? Aber auch nur, weil die Bloody heißt. Ich dachte schon. Die heißt nicht Bloody, die heißt Lorelei. Hey, ich komm, Schnuggi. Ich erscheine. Ach, beides. Hi. Leck mich, das nenne ich gutes Timing. Diese Banditen haben irgendwie Maliwan-Kanonen in ihre Griffel gekriegt. Ach ja, ich bin Lorelei. Hat Reese dich geschickt? Wer ist Reese? Mein Boss, der Chef von Atlas. Wir sind mit Maliwan im Krieg. Bist wohl nicht von hier, was? Diese Irren tauchen überall in der Stadt auf und brüllen was von einer Kammer. Das waren die Kalypsos. Sie wollen die Kammer und ich muss vor ihnen dort sein. Die Kalypsos? Die jammernden Echo-Net-Arschlöcher vom Kult? Ja, genau die. Von Kammern habe ich keine verfickte Ahnung. Aber Reese, komm, ich muss ihm eh von unserem Banditenproblem erzählen. Mhm. Ich stell dich vor.
Ja, bitte. Aber erst, wenn wir gelootet haben. Ich bin bereit zum Aufbruch. Hier sind wir eh nicht mehr sicher. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich sage Bescheid, wenn ich soweit bin. Bescheid. Schnapp dir einen Untersatz. Wir müssen durch die Abflusskanäle fahren. Da gibt's immer Ärger. Oh, oh. Abflusskanäle? Das klingt nicht so gut. Maliwon hat die meisten Atlas-Einheiten zum Hauptquartier zurückgedrängt. Aber ich habe ein kleines Team hinter den feindlichen Linien. Ich muss sicher gehen, dass sie bei den ganzen Banditen hier nicht überrannt wurden. Ja, okay. Ich will nicht lügen. Atlas wurde niedergeschlachtet. Mit den wenigen Ressourcen, die ich noch habe, habe ich die Zivilisten beschützt und die Maliwon-Versorgungslinien gestört. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt in einem Bett geschlafen habe. Wo zur Hölle haben diese Banditen die Schweberäder her? Das ist Maliwon-Technologie. Warte mal, warte mal. Okay. Nein. Oh, stopp. Okay. Super. Ich sehe ein Echo in den Trümmern. Schnapp es dir. Ich hätte das Auto uns gerne. Hätte ich uns gerne. Okay, noch einmal. Ich sage es extra ganz langsam. Aua, 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 aua. Tommy! Oh, warte mal, hier liegt aber was. Genau, da. Mach mal. Jetzt kommt was, das man nicht jeden Tag. Meine Leute sind da. Verlass das Reden. Mit. Danke, Lorelei, danke. Das war jetzt frech, ich hätte das gern gehört. Das war Markus. Hey, Skyler, mach auf! Passwort? Das Passwort ist? Mach die Scheißtür auf, bevor ich dir eine Kaffeemaschine in den Arsch ramme. Das ist sie ganz sicher, Leute. Willkommen zurück, Sir. Lagebericht, wie steht's? Viel Bewegung. Banditen und Maliwan-Patrouillen arbeiten zusammen. Wir haben die Zivilisten in die Tunnel gebracht, nur für alle Fälle. Und wir haben versucht, Reese zu erreichen, aber Maliwan stört unsere Kommunikation. Mist. Danke, Skyler. Na los, Kammerjäger, hier geht's lang. Ja, ja, ich bin da. Gleich. Ja. Und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7. Gut, machst du das. Weitermachen, Soldat. Jawohl. Salat? Weitermachen, Salat. Ach, das Video schon wieder, das kennen wir ja schon. Wie geht's? Gut, danke. Siehst du die Zivilisten da? Nee. Maliwan ist es scheißegal, ob sie ins Kreuzfeuer geraten. Sie wollen Atlas übernehmen und Reese neue Waffen als ihre eigenen verkaufen. Frech. Der Krieg ist nur eine Fusion für sie. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, die Atlas-Basis zurückzuerobern. Gleich, hier ist nämlich noch eine Quest und ein Ecolog. Bürger, dieser Planet ist jetzt Eigentum der Maliwan Corporation. Durch den Verbleib in der Stadt habt ihr eine Wettbewerbsverbotsvereinbarung mit Maliwan abgeschlossen. Das Lager hier verstößt gegen diese Vereinbarung. Was redest du? Das sind nur Zelte. Wir machen hier keinen Wettkampf. Wir wollen nur überleben. Was war das? Weiß ich nicht. Nehmen wir erstmal die Quest hier an. Okay, Trader. Mir bleibt nur die Rache. Ja, ja, ihr bleibt nur die Rache. Maliwan, wir haben uns gefunden. Was? Wo? Der bescheuerte Zivilist, die erzählt, dass ich seine Familie umgebracht habe? Ein Hasenmäher? Den habe ich. Ich will auch ein Hasenmäher. Und man kann ihn nicht trauen. Du musst herausfinden, wer hier wen getötet hat, damit ich meine Rache bekomme. Mach dich bereit. Das sind keine Banditen.
Maliwan hat eine ausgebildete und voll bewaffnete Armee. Stirb! Wieso habt ihr Spaß ohne mich? Weil du ja lieber verkaufen gehst, obwohl hier gerade Action im Quadrat ist. Was ist denn mit dir kaputt, Junge? So, Junge ist kaputt. Ja, Baby. Okay. Was ist hier los? Mein Schild ist... mein Schild ist noch da. Aua! Schick Verstärkung? Hab ich auch. Richtig. Da brauche ich was für. Geh weg. Na, Freunde? Ich lad mal nach. Achso, das ist sie? Jetzt wollte ich gerade auf die Lorelei schießen. Geht ihr weg da hinten. Hör mal, Kumpel. Ey. Lässt du das bitte? So. Ein Bein weniger ist schlechter, ne? Ob man hier auch auf die Beine schießen kann? Ja, kann man. Fallen die dann auch um? Ich weiß nicht, ob die dann umfallen, aber hat gerade funktioniert. Ich hab einen Raketenwerfer. Du da. So. Aufgeräumt. Ja, so lob ich mir das doch. Was tun wir jetzt hier? Reingehen. Ach so. Na gut. Ist Dobby auch da? Ja. Natürlich. Ja, aber der mich mal ein bisschen leichter verliert dich. Als würde ich mich verlaufen, ich bitte dich. Weiß ich ja jetzt nicht, ob die Aussage so gesund ist. Immer dieser Pessimismus. Naja, ja. Sterb, ihr Pisser. Genau. Du bist aber heiß. Mach den Sterbi. Oh, du bist aber ein heißer Schnuggi. Öffnen wir den Kanal zum Atlas Hauptquartier. Muss das? Verbindung wird wiederhergestellt. Komm schon. Okay. Die Verbindung zum Atlas Hauptquartier steht. Wenn du soweit bist, Kammerjäger? Ja, ich bin soweit. Ich würde gerne mit wem auch immer sprechen. Hallo. Let's go. Hi, hier spricht Rhys Trunfork, Vorsitzender und Kriegsgeneral der Atlas Corporation. Eine kurze Frage vorweg. Wer zur Hölle ist da und wieso seid ihr in meiner sicheren Leitung? Hi. Tag. Rhys, reg dich ab. Ich bin es, Lorelei. Wir haben mit etwas Hilfe die Watershed-Basis zurückerobert. Ich hab... Moment. Was ist das da in deinem Gesicht? Was? Das? Das ist mein Belagerungsschnäuzer. Den Soldaten gefällt er. Wer ist da bei dir? Ich bin Kammerjäger. Ich handle im Auftrag der Crimson Raiders. Kammerjäger? Crimson? Heilige Scheiße, ja! Wie stark sind eure Truppen? 20.000 Einheiten? 50.000? Also... Du hörst mich und meinen Mac. Das wird schon. Was? Ich kann die Stadt unmöglich mit einer Handvoll Leute zurückerobern. Betten. Aber wir sind Pros. Wir sind gut, Rhys. Richtig gut. Und wir können jede Hilfe gebrauchen. Banditen dringen in die Stadt ein und sie sind auf Maliwans Seite. Katagawa muss eine Abmachung mit den Kalypsos haben. Großartig. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Also gut, du kommst jedenfalls gerade rechtzeitig. Mein bester Agent wird Maliwans strategisches Gigahirn angreifen. Wenn sie hinter der Kammer her sind, liegen dort die Informationen. Triff dich mit meinem Agenten. Rhys, Ende. Ciao. Gut, während du dich mit Rhys Agenten triffst, bringe ich die Basis wieder online und werde die Stadt weiter sichern. Bevor du gehst, habe ich noch was für dich. Oh, was denn? Der Herbert. Was haben sie denn für mich? Da du in die Stadt musst, gebe ich dir einen Zyklon. Ja! Er ist schnell und leicht und damit perfekt für die Straßen der Stadt. Fahr mal eine Runde. Mach ich! Und sie hat noch was? Aber sie hat eine Questlieferung für uns. Ja. Bei der Mission hier könnte ich dich gebrauchen. Was hältst du davon, diese vom Krieg verwüstete Stadt wieder zivilisierter zu machen? Viel. Fangen wir mit dem wertvollsten Rohstoff überhaupt an. Kaffee. Ja. Ich bin ziemlich fertig und wenn ein Commander einen Fehler macht, sterben Leute. Und meine Truppen könnten bestimmt auch eine Aufmunterung gebrauchen.
Geh für den Anfang zum Rise and Grind Café. Alles klar, Kaffee, da bin ich dabei. Ja, easy. Aber ich möchte so ein Rädchen. So hätte ich das gerne. Und dann möchte ich spawnen. Oh, warte, ich muss das auch noch umbauen. So. Ich habe übrigens mal eine Frage an euch. Mhm, fresh. Nutella, mit oder ohne Butter? Mit. Ohne. Ja, Stormy, gut so. Ich esse auch viel lieber Butter mit Nutella als andersrum. Nein, stimmt halt. Nein, stopp, ich hab Fehler gemacht. Ich nehme ja auch Letter drunter. Ja, dann halt Margarine. Wow. Aber Stormy, warum ohne? Ohne Nutella, meine ich. So, und hiermit verletzt Stormy uns endgültig bei Borderlands 3. Mensch. Tut mir schrecklich leid. User has been kicked from the channel. Ja. Verstehe ich nicht. Doof. Da bleibt doch mehr übrig für euch. Aber Menschen, die kein Nutella essen. Ja, das ist mir suspekt. Let's go! Weißt du, er isst ja auch kein Nutella. Ja, wer kein Nutella isst, der ist raus. Das ist, So, zum Rise and Grind sollen wir. Weil Kaffee. Jawohl. Hier! Ja, das Rise and Grind ist wie ausgestorben. Aber da sollte ein Barista-Bot sein. Der tut es zur Not auch. Die Dinger sind ziemlich nervig, aber der Kaffee ist es wert. Oh, der Kaffee ist es wert? Oh, Auto kaputt. Tja. Ja, gut. Oh, hey. Du willst doch nicht etwa was kaufen? Oder? Doch. Gib mir jetzt Kaffee! Koreanische super schwarze Kaffee, bitte. Oh, tut mir leid. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt und ohne Energie gibt's keinen Kaffee. Natürlich. Aber das ist okay. Ist okay. Nein. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwan-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern. Ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Mhm. Den brauchen wir. Wieso sind Energiekerne immer so unzuverlässig? Papa Kern, das klingt irgendwie schon fast wie so eine Powerrüstung aus Fallout. Früher habe ich Sachen gesagt wie, ich töte jeden, der mich vor meiner ersten Tasse Kaffee anspricht. Ja. Jetzt könnte ich das wirklich tun. Ja. Ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach lustig. Ja. Das sage ich auch heute. Ja. Über die ganze Zeit. Wenn der sich hier wieder einkriegt, könntest du versuchen mit dem... Nun? Also, naja, gut. Nun gut. Hier ist so eine Quest. Das Ding hat die Sache mit Nutella mitbekommen, aber gut. Ich glaube auch, aber das sah jetzt gut aus, wenn sich das Ding wieder einkriegt. Stormy geht hin, peng! Krabums. Was haben wir denn hier? Moxie will Killer wohl töten, hilf ihr dabei. Mach ich. Falls du es noch nicht wusstest, ich veranstalte einen interplanetaren Battle Royale namens die Underdome. Aber nicht nur ich. Es gibt einen bekannten Banditen namens Killer Vault, der einen Kampf bis zum Tod per Livestream aus Prometheus Seaport Bezirk überträgt. Hm. Killer Vault ist eine totale Nulpe und schlecht für den Ruf des Battle Royale. Also werden wir den Stecker seiner Show ziehen. Wir sehen uns unten auf dem Planeten. Okay. Da ist Papa Kern. Wir waren mal ein Paar. Anschließend hat er sich den Kindern der Kammer angeschlossen. Ein Kult aus hirnlosen Anhängern hat Killer Vault angezogen wie das Licht die Motten. Das war Papa Kern. Perfekter Kill. Der Typ war ein echter Lappen. Juhu. Und jetzt schnapp dir den Energiekern. Ja, warte doch mal. Aber hier ist noch Spaß und Action und so. Ja. Mach mal. Ey, bleibst du stehen. Okay. Nein, nicht du. Ich wollte gerade Gas geben mit diesem Einrad, dem komischen. Sag doch mal, bleibst du stehen. Ach so, Entschuldigung. Das war ja wieder gut. Du brauchst den Energiekern, damit das Rise and Grind wieder brummt. Ey, ja, die ja, ja. Grauenwaffen sind gerade besser als meins. Was? Ja. Was hast denn du für Nulpenwaffen eingesammelt, sag mal? Ich hab keine Ahnung, ich hab kein Lootglück bei Waffen heute anscheinend. Geht doch. Und jetzt zurück zum Laden. Ich brauche endlich Kaffee, verdammt! Oh Gott. Hör zu, es tut mir leid, aber außer mir steht nichts zwischen diesen Zivilisten und einer Maliwan-Armada. Dieser Kaffee wird Leben retten. Angefangen mit meinem. Ja. Angefangen mit ihrem. Ja, ja, das glaube ich sofort. So geht's mir halt auch, wenn ich keinen Kaffee habe. So, hier ist dein blöder Energiekern. Jetzt gib mir Kaffee. Ich komm nicht später wieder. Und jetzt klingel.
Das sollte den Laden neu starten oder sowas. Und mein Was? Warte mal, das ist übernimmt man. Viola, oder wie das auch immer heißt. Viola! Viola! Der Laden hat wieder Saft! Der kann genauso gut Französisch wie ich. Oh Mann, geht nicht. Wir sind ein umweltfreundliches Kaffee, weißt du? Also, du musst deinen eigenen Behälter zum Mitnehmen haben. Ernsthaft? Na klar, scheiße. Moment, ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwan-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Klar! Ganz im Ernst? Dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Gut, wir wollen auch nur den Becher. Ach, hier sind wir schon. Ach so. Kann man ja. Nee, da kannst du nicht durchfahren. Erledige ein paar einfache Kämpfer, um den Commander hervorzulocken. Jawohl. Der Becher gehört mir. Ja, kriegen wir hin. Die Kaffeepause ist wohl vorbei, Leute. Auf sie! Auf sie mit Gebrüll! Noch versuchen? Boah, die platzen so schön, mag ich. Oh, schade. Die Sniper ist komisch, die wank nicht. Ein willkommener Anblick. Krieg ich jetzt mal gute Waffen? Die Sniper ist doof. Die mag ich nicht. Die grauen Waffen machen viel mehr Schaden als meine. Ja, was denn? Das ist immer ein Spiel, was davon lebt. Mi, 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 mi. Ja, und mi, jetzt? Mi, mi, mi. Und jetzt? Mi, 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 mi. Nee, nix. Ich wollte das nur loswerden. Ach, das ist ja, du bist gehörst auch hier dazu. Der ist aber schön geflogen. Ja, gell? Hab ich schön gemacht. Ja. Siehst du, ich kann auch mal was. Ja, Mimi machen kannst du. Na und, nenn mich doch Mimi-König. Okay, Mimi-König. Ach, das war er schon? Ja, der war super episch. Bester Commander der Welt? Der gehört sowas von mir. Au, oh, Maliwan, Waffenkiste. Du hast also meinen Kaffeeboten getötet. Danke. Kein großer Verlust. Aber du hast meinen Becher gestohlen. Und den will ich zurück. Ich bin der einzig wahre Kaffeekommander. Oh Mann. Wir sind so nah dran. Ich kann diesen arcturianischen Superschwarz beinahe schmecken. Schnell zurück zum Kaffee, los! Ja! Ich mach ja schon! Ich weiß, dass du den Becher hast! Ich befehle meine Truppen, ihn um jeden Preis zurückzuholen! Wir werden ihn nicht dem Feind überlassen! Das sehen wir dann noch. Verdammt! Könnt ihr mir denn gar nichts Gutes lassen, Maliwan? Ich will doch nur eine verdammte Tasse Kaffee! Sag mal! Autsch! Geht's? Oh, der Bot hebt dich auf. Was, der Bot hebt mich auf? Ja, der Kaffeebot. Cool. Au. Das war ja nett. Ja, gut. Der hat auch Kaffee. Ja, gib das. Barista Bot, halt's Maul und mach endlich den Kaffee. Klar doch, krieg dich wieder ein. Schnauze. Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich fülle ihn wieder auf. Okay, hier. Cool, aus der Region, korrekt. Einen Moment. Ja, ich warte. Oh, geht's ein bisschen schneller? Geduld, Mann. Gut Ding will Weile haben. Kannst du den Kaffee mal bitte nicht daneben kippen? Lass den Bot seine Arbeit machen. Es wird sich sowas von lohnen. Naja, immerhin scheint er doch irgendwas zu treffen. Ja, im Gegensatz zu dir. Und bitte sehr, einen wunderschönen Tag. Oder nicht? Deine Entscheidung. Okay. Ja! Ja! Endlich! Ach, guck mal, das Lobby kommt auch schon. Lorelei, hast du es schon mal mit Schall probiert? Hey, wir haben alle unsere Schwächen. Na gut, dann zurück zu der Lorelei. Schätzelein, wir haben Kaffee mitgebracht. Guck mal hier. Da für dich. Du bist meine Lieblingsperson. Oh, danke. Das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Grind hat wieder Affen und der Kaffee geht auf mich! Ja! Scheiße, ja!
Echt jetzt? Danke, Lorelei. Gib mir den Becher, Kammertyp. Ich werde nicht locker lassen. Echt jetzt? Jetzt kommen die mit Raumschiffen? Wegen dem blöden Kaffeebecher. Ja, klar. Okay, verstehe ich irgendwie. Wegen Kaffee sind schon Kriege ausgelöst. Also, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ja, ja, ich habe jetzt auch noch mal kurz darüber sinniert, was ich da von mir gegeben habe. Und ich glaube, wenn mir jemand meinen Kaffeebecher klauen würde, mein Lieblingsbecher, wäre ich auch pissig. Upsala. Ich stehe dann mal hier oben. Hier ist Spaß hier unten. Was ist los? Ich wurde hier gerade hochkatapultiert. Ach so. Ja, ist schön hier. Sniper-Position. Ja, komm mal her. So, das sind dann 1, 2, 3, 5 Granaten. Ja, oh ja, gute Idee. Juhu, juhu, juhu. Klong, klong, klong. So. Tschüss, Commander. Loser. Au, dumm. Dann komme ich jetzt mal wieder runter hier, ne? Mach mal dem. Wieder mit dir! Au. Hi, bin wieder da. Wir können dir nicht genug danken, Kammerjäger. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh. Die hat schon wieder eine Quest. Ich habe einen Job für dich. Jetzt, wo wir Kaffee haben, ist Nahrung unsere zweite Priorität. Marley One hat das Dynasty Diner übernommen. Frech. Bis dahin war das unsere wichtigste Nahrungsquelle. Finde den Besitzer Bo und hilf ihm, sein Diner zurückzuerobern. Diner zurückerobern, Essen sichern. Okay, Essen, ja. Wird gemacht. Lorelei hat mich geschickt. Was ist mit dem Diner? Bo, ich bin's. Und ich habe eine Basis voller hungriger Leute. Kapiert? Ah, kapiert, Lorelei. Und ob ich das kapier. Okay, also, diese faschistischen Maliwan-Mistkerle benutzen mein Diner, um ihre Truppen zu versorgen. Frech! Halte sie auf! Los! Mach schon! Töte sie alle! Ja, mach ich! Ja klar, bin ich dabei. Easy! Und ich komme erst dann wieder raus, wenn der Krieg vorbei ist, hörst du? Hör ich. Du kannst mir dabei helfen, das Diner zu eröffnen. Ich betreibe es einfach von hier aus. Was? Das geht? Achso, hi! Bringt mich nicht ins Schwitzen. Schön. Kaputt, Jungs! Jawoll! Hey, Zuckerschnute, hier ist Maxi. Hi. Ich habe einen Auftrag für dich. Die Kalypso-Zwillinge lieben Aufmerksamkeit. Klauen wir sie ihnen, indem wir ihre Funktürme übernehmen. Okay. Funktürme kaputt machen. Check. Gehen wir auch hin. Klar. Na, Junge! Du oller Krawallsoldat, ich krawall dich jetzt auch mal. Upsala! Hoppala! Granate! Brennst du auch schön? So, nämlich. Noch mehr? Hier ist noch einer irgendwo. Da versteckt er sich. Ich loot schon mal, ne? Ja, ist gut. Mach das. Aha. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Hier ist irgendwie so ein Radio, ne? Ja. Das war Musik für meine Ohren, Kammerjäger. Spielst du es später nochmal für mich? Ja. Machen wir bestimmt. Moxie für dich immer. Fehler. Nicht genügend Fleischdaten für Burger. Na toll. Der Digistructor hat keine Fleischproben mehr. Oh nein. Wir können keine Dynasty Burger ohne Fleischproben machen. Das Ratchfleisch. Mhm. Vertrau mir. Es
verarscht. Okay. Dann machen wir das. Ah, ich weiß ungefähr, wo das ist. Okay, ich hab übrigens noch so eine Entscheidungsfrage, ob jemand ein guter Mensch ist oder nicht. Oh, jetzt kommt's. Klopapier. Nach vorne oder nach hinten die Rolle? Nach vorne. Ich verstehe die Frage nicht. Wer die nach hinten macht, hat sein Leben nicht im Griff. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir das sagen sollte, aber ich habe das mal irgendwann gelernt nach hinten. Niemand mag ein Vukuhila, Jan. Niemand. Auch nicht bei Klopapier. Aber. Nein. Okay. Nein, Jan, niemand mag ein Vukuhila. Und Jägerschnitzel. Mit Pilzen oder ohne? Jägerschnitzel mit Pilze auf jeden Fall. Nein, safe ohne. Dann ist es aber doch kein Jägerschnitzel. Doch, Jägerschnitzel ist gebraten, ist frittierte, ist panierte Jagdwurst. User has left the channel. Weißt du nimmst diese Jagdwurst, machst sie auf 1 Zentimeter Dicke, panierst die und dann brätst du die. Ja, ein neuer Burger wurde geboren. Okay, jetzt brauchen wir einen Lieferbot, damit wir diese Burger zu den hungrigen Leuten bringen können. Drück den Knopf. Ups, da ist mir die Hand ausgerutscht. Wie läuft's, Alter? Gib mir 5. Negativ. Oberste Priorität. Burger an Malibon Captain Archer Rowe liefern. Was? Nee. Hinterher. Stopp. Lorelei. Mein Burgerbot will diesem Captain Rowe, den du erwähnt hast, meine Burger liefern. Was? Du machst Witze. Kammerjäger, folge dem Bot. Das ist unsere Chance, an diesen Malibon Bastard ranzukommen. Ja, perfekt. Was sagt der Össi dazu? Also der Österreicher? Der ist keine Schnitzel von dem her. Vladimir, mit was spielen wir hier eigentlich? Mit Fug und Recht. Oh, kann ich mal aufheben ganz kurz? Ich bin schon da. Wenn du mal stehen bleiben würdest. So, und jetzt können wir einen Stormy noch aufheben. Ich hab alles. Alter, wer schmeißt denn mit diesen scheiß Granaten um sich? Da, der da. Gar nichts schmeißt er jetzt. Und ich bin schon wieder da. Aua, 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 aua. Oh, aua, 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 aua. Du Brutzeldings ist mich hier auch. Nein, sterbe! Wer? Ich brutzel nicht. Du hast mich komplett elektro gebrutzelt. Womit denn bitte? Weiß ich nicht, hier ist irgendwas, was ständig Elektroputzel macht. Ja, bei Stormy kommt das raus. Also zumindest, also das klingt auch falsch. ich heb Stormy dann mal wieder auf. Bei Stormy kommt das Elektroputzel raus. Das ist auch interessant. Was muss ich denn wieder zu euch kommen, weil ich jetzt mal kurz stehen. So. Mir, indem du die das nächste Mal erschießt. Hier den Sterbi gemacht habe. Ja, sorry. Ja, kannst du mir nichts für. Oh, warte mal, ich hab hier noch eine Claptrap-Teil irgendwo. Ah, mehr Maliwan! Schalte sie aus, damit sich der Burgerbot wieder in Bewegung setzt! Oh Gott, schalte sie aus. Ich finde das schön, wie der hier Panik schiebt und einfach Burger fallen lässt. Mann, dass sie sich aber auch gegenseitig immer unterbrechen. Oh, ich wollte das hören. Ich wollte wissen, ja, was... Ja, ich auch. Warum meine geliebten Atlaswaffen so toll sind. Meinst du, Reese hätte dir jetzt das Geheimnis einfach verraten? Ja, ja. Ja, der hätte gesagt, dass die einfach für kleine Moxies, für kleine Opelixens gemacht sind. Okay.
Das ist in Ordnung. Ich bleib bei meinen Jacobs. Die mag ich am liebsten. Hey, hey, Burgerzeit! Ich bin sofort bei dir, Kleiner! Da, guck mal, wie er rumrennt und die Burger hin und her schmeißt. Ich liebe es. Aua! Bist du eigentlich bescheuert? Junge, stirb, du Schuft! So. Schön. Mando! Oh, 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 oh. Hier, die Bots sind auch noch ein Problemchen. Zwei Treffer. Aua. Ich loote hier gerade. Ja, Sheriff Bodge. War nix, wa? Tschüss. Was los? Gute Arbeit beim Ausschalten des wertvollen Ziels, Kammerjäger. Ja, ja, bitte gerne. Es wird eine Weile dauern, bis wir Malibons Steuerung meiner Burgerbots überschrieben haben. Und der hier ist wohl Schrott. Also, tschüss, Burgerbot. Bam, du inzwischen für mich diesen Burger an Lorelei liefern, Kammerjäger? Aber natürlich. Lorelei, ich schicke dir den ersten von vielen Burgern. Ich brauche nur etwas, um meine Burgerbots neu zu programmieren. Dann läuft die Burgermaschinerie wieder. Vielen Dank, Bo. Wir haben hier viele hungrige Mäuler zu stopfen. Und wieder zurück. Da. Freust du dich jetzt bitte? Fetten Dank, dass du Captain Rowe erledigt hast. Der burgergeile Drecksack war schlimmer als Hämorrhoiden. Und jetzt ist er tot? Echt gut gemacht. Erst Kaffee, jetzt Burger. Die Grundpfeiler der Zivilisation. Ja. Wir bauen diese Stadt Stück für Stück wieder auf. Danke für deine Hilfe. Ja, immer doch. Aber ich würde glatt sagen, dass wir die Zivilisation hier in der nächsten Folge weiter aufbauen. Was haltet ihr denn davon? Bin ich dabei? Das ist formidabel. Das sehe ich. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.